ist da, heute erzählt sie nur, wie's früher war. Da kannst du nichts machen. Vater und Sohn und der große Streit, und dann blieb keine Zeit für ein Tut mir leid. Da kannst du nichts machen. Es ist fast nie perfekt, und wenn, dann hört schnell auf, und am Ende gehen wir alle drauf. Da kannst du nichts machen. Doch solange wir leben, kommt das Glück zu dir. Wenn du die Wahl hast, weiter geht's mit, ob du stehen bleibst oder tanzt, dann hoffe ich, dass du tanzt. Finde ich auch eine tolle Empfehlung. Das ist auch ein Titel, der sehr, sehr viele Momente aufzeigt und beschreibt. Und immer diesen vermeintlichen Spruch, ja, dem ist man ausgeliefert, da kann man nichts gegen tun, es ist halt so, ist wie es ist und so. Das sind natürlich auch Sachen, die ich immer mal wieder gerne sage. Ich finde die aber auch immer sehr überprüfenswert. Oftmals kann man doch was tun. Zwar vielleicht nicht an der Situation im Außen, aber man kann seine eigene Einstellung dazu ändern und sich überprüfen, wie stehe ich dazu, wie ist meine Haltung dazu. Und es gibt einfach meistens irgendeine positive Art, auch mit sehr, sehr blöden Sachen umzugehen und da wieder irgendwie neue Kraft draus zu generieren. Und das ist so ein bisschen, es ist ein sehr, sehr energetischer Song, und der, ich finde auch, zu dem kann man auch bestimmt sehr, sehr gut tanzen. Und deswegen passt es auch zum Text, das sollte man vielleicht auch tun bei dem Titel. Der Anzug neu, perfekt rasiert, geh wieder joggen statt spazieren. Ich hab schon lang nicht mehr so blendend ausgesehen. Ich geh auch wieder öfter aus und komm erst, wann ich will, nach Haus. Was ich auch anfasse, gelingt im Handumdrehen. Schreib so viel Lieder wie noch nie, 6 Stunden täglich am Klavier. Hab alle Hände voll zu tun, kein Zeitverlust. Bin unterwegs rund um die Uhr, ganz egal, was ich auch tu. Ich schmeiße mich dem Leben an die Brust. Endlich wieder frei, ich bin wieder oben auf. Und ich sag es in den Spiegel. Endlich wieder frei ist natürlich etwas ironisch gemeint in diesem Kontext. Auch das ist ein Titel, der eine Trennung beschreibt. Im Gegensatz aber zu dieser Momentaufnahme, die in dem Song von Rio Reiser beschrieben wird, nämlich dass schon, dass man schon bereit ist, auch weiterzugehen und sich wirklich wieder auch dem Leben öffnet und widmet, ist der Moment in diesem Song, der beschrieben wird, eigentlich der, dass man das zwar gerne würde, aber noch nicht so richtig kann. Man probiert so mit allen Mitteln, das zu leben und das zu genießen und sich zu sagen, ach Mensch, ist doch dufte, jetzt habe ich endlich wieder Zeit und kann das und dies machen und mach das auch. Und ja, endlich, keiner sagt mir mehr. Aber im Grunde genommen vermisst man den Partner oder den ehemaligen Partner noch sehr und kann sich das vielleicht manchmal auch selber nicht so ganz eingestehen. Und das ist eher so die Situation, die in diesem Titel beschrieben wird. Endlich wieder frei. Seit Tagen schon ist der Himmel bedeckt. Ein Tiefdruckgebiet hält die Stadt besetzt. Die Straßen grau, die Wolken auch, doch ich steh mit nem Lächeln auf. Seit Wochen haben wir alle nasse Schuhe. Die Stimmung ist im Keller wie die Temperatur. Ein Sturm naht, gefühlt 3 Grad, doch ich merk's nicht mal. Der Wetterbericht interessiert mich nicht. Scheiß auf die Blitze, scheiß auf den Donner. Du bist mein Sommer. Du bist mein Sommer. Ja, in diesem Titel wird nicht nur
theoretisch darüber nachgedacht, wie ein Neuanfang sich anfühlen könnte, sondern es geht wirklich um einen ganz, ganz reellen Neuanfang, nämlich eine neue Liebe. Und die fühlt sich an wie Sommer. Besser kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Und es ist wirklich egal, was dann drumherum passiert. Wenn man sich darauf einlässt, ist es immer Sommer. Ganze Welt, brauchen kein Gepäck, kein Geld. Das Auto fliegt so hoch und niemand war je so schnell. Wir sind frei und sorgenlos. Wenn du müde bist, dann trag ich dich und dann schläfst du in meinen Armen ein. Durch deine Augen. Ist ein Titel, den habe ich selbstverständlich für meinen Sohn geschrieben. Das Besondere daran war, als ich angefangen habe, das Stück zu komponieren, war gerade Besuch. Hatte mein Sohn Besuch zu Hause von seiner besten Kindergartenfreundin. Und ich saß am Klavier bei mir im Wohnzimmer und habe versucht, diese Idee festzuhalten für diese Komposition. Und man hörte die beiden im Hintergrund unglaublich rumbrüllen und schreien und lachen. Das war sehr, sehr witzig. Und erst später wurde sozusagen diese Komposition zusammen mit der Textidee kombiniert. Und das war im Vorfeld überhaupt nicht so geplant gewesen. Und das ist mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen. So, ach ja, Mensch, das war ja der Song. Und dann habe ich mir dieses Demo nochmal angehört und habe die beiden brüllen hören. Das war natürlich sehr, 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 sehr lustig. Was außerdem sehr, sehr gut zu erkennen ist bei dem Titel ist, dass mich doch die Musik der Beatles sehr, sehr geprägt hat in meinem musikalischen Heranwachsen. Und dieser Song ist auch so ein bisschen so eine kleine Ode vielleicht. Ja. Als ich dich damals traf, hattest du mich beim Hallo. Für mich waren wir ein Traumpaar, wie im Kino oder so. Wir zwei gegen den Rest, fast wie Bonnie und Clyde. Doch wenn man nicht zurückspulen kann, hat alles seine Zeit. Und ich weiß nicht, warum wir zwei nicht mehr die gleichen sind. Ich weiß nur, für uns gibt's wohl kein Happy End. Hollywood, eine weitere Ballade, beziehungsweise eigentlich ist es eher so ein gospelig anmutender Sechs-Achtel, der so sehr, sehr bluesig daherkommt. Und ja, auch in diesem Song wird eine Trennung beschrieben, allerdings auch wieder ein sehr, sehr spezieller Moment. Nämlich der Moment, der wirklich gerade ausgesprochenen Trennung. Und ich finde das einen sehr, sehr schönen Vergleich, dass das eben nicht wie in Hollywood ist, dass da nicht plötzlich die Geigen kommen und die wirklich hochtrabenden Sätze gesprochen werden und so wie man sich das vorstellt, sondern es kommt meist einfach relativ banal und im Hintergrund bellt ein Hund oder ein Kind schreit, man steht irgendwo an der Straßenecke und oder Sonne. Also es hat was erschreckend Banales. Dann doch so eine, so, auch wenn es eine schwerwiegende Entscheidung ist, die dann da gefällt wird. Und das bringt der Titel zum Ausdruck.